Oh, was für eine Überraschung. Wir machen Kurt Caesar als nächstes. Kurt Caesar? Ich weiß leider nicht, wie man seinen Namen ausspricht. Aber wir müssen mit Teppich reden und dann fliegen wir mit Teppich und dann gucken wir, wo er uns hinführt. Ich glaube, das war tatsächlich der einzige Dude, den ich damals in der Urversion von Kingdom Hearts, bis leider hier, weil ich ansonsten einen Scheiß sehe, in der Urversion von Kingdom Hearts gekillt habe. So, die anderen habe ich nie geschafft, aber den hier, den habe ich hinbekommen. Und mit Urversion meine ich die PS2-Version, so am Rande bemerkt, die übrigens noch eine deutsche Sprachausgabe hatte. Im Gegensatz zur, PS3 und PS4-Version. Was ich aber okay finde, weil die PS... Nee, gar nicht. Die Kingdom Hearts 3-Version... Nein, Kingdom Hearts 3 wird ja auch noch eine englische Sprachausgabe haben. Was ganz viele Leute ganz, ganz furchtbar finden, ich persönlich aber gar nicht so schrecklich eigentlich. Ich möchte mal so ein Trio-Ding ausprobieren. War das jetzt effektiv? War es das wert, dass ich dafür meine ganze Magie aufbrauche? Man fragt sich. Ich glaube, wenn ich das Ding treffe, bekomme ich Magie wieder, oder? Tatsächlich. Lohnt sich sogar richtig. Und schon können wir nochmal das Trio-Tag machen. Weil wir einfach so... Ey, das ist ja total cool. Also ich glaube, ich sollte besorgter sein, als ich bin, wenn ich ehrlich sein soll. Ey, guck mal, wie viel MP wir einfach wieder kriegen. Was ist los? Voll cool. Ich meine, macht ja Sinn, wir sollen ja auch mit Magie angreifen, also von daher. Die englische Synchro wird mega die Sprecher haben, lese ich gerade. Ey, die werden einfach die Original-Frozen-Sprecher haben. Die haben fucking Idina Menzel für Elsa bekommen. Die ist einfach so krass, Mann. Die haben die Original-Elsa-Sprecherin für Elsa bekommen. Das ist Wahnsinn. Das Problem ist, das ist halt für Deutschland super irrelevant, weil hier hat das gefühlt niemand auf Englisch geguckt. Deswegen ist der Impact halt super gering. Aber ich, als jemand, der alle Filme auf Englisch guckt, fanboyt richtig hart, so. Ich finde das mega geil, dass sie einfach die englische Sprecherin von Elsa haben. Vor allem ist Idina Menzel auch nicht billig, so. Das ist eine, die am Broadway singt und sowas. Also die ist schon... Die ist schon... Die kann schon was. Also es gibt halt super viele Starsprecher, die Disney ja angeheuert hat. Und ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt, wer da noch so wiederkommt. Ob auch die Rapunzel-Sprecherin wiederkommt. Das war ja Mandy Moore. Und Mandy Moore ist ja nicht nur mega die Popsängerin, sondern die hat in Kingdom Hearts 1 auch Aeris gesprochen. Also die Frau hat halt auch Kingdom Hearts Erfahrung. Das wäre mega lustig, wenn sie einfach wieder Aeris spricht und Rapunzel. Ach, das ist einfach Fanboy-Nerde gerade so mega doll. Es tut mir leid. Aber ich bin leider ein großer Fan der englischen Sprecher. Besonders halt der Filme. Ah, ich kann nicht zaubern, aber ich kann Items verwenden. Suck my dick, Bruder.
Bim, die Ping, 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 die Bing, Bing. So. Und er ist auch tot. Sehr schön. Das ist einer der cooleren Kämpfe, finde ich, weil da auch mal was passiert. So, beim Eisdämon bist du ja nur am Blocken und bei dem Phantom nur am Zaubern. Und hier passiert wenigstens was. Hier ist Action mit drin. Mega gut. Das war mega cool. Jetzt haben wir die ganzen optionalen Dudes ja durch, glaube ich. Das bedeutet, wir können uns aufmachen und Sephiroth bekämpfen. Glaube ich. Oder? Fehlt noch wer? Ich glaube nicht. Dann können wir uns mal unseren Best Boy antun, würde ich sagen. Los geht's!